Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Battlefield 3 Multiplayer. Diesmal spiele ich Squad Deathmatch. Ja, auf was für einer Karte? Wake Island ist das, glaube ich. Ja. Habe ich mir jetzt einfach so gedacht, könnte man auch mal wieder spielen. Ist ja auch eigentlich ein ganz, ganz gut spannender Modus. Und der absolute Modus, wo man im Team zusammenhalten muss. Wie eben in dem Fall. So. Da werden gerade zwei niedergemäht. So, erstmal nachladen. Der Typ ist da hinten lang gelaufen. Das ist eigentlich eine recht ungünstige Karte für Squad Deathmatch, muss ich mal so sagen. Ist sehr, sehr offen. Da bist du als Sniper gut aufgehoben. So, den haben wir. Oh, von wo wurde ich jetzt angeschossen? Man weiß es nicht. Sind die drei denn tot? Moment, ich werde hier beschossen. Oh, und von unten auch, Alter. Ich hoffe, der ist down. Bin ich runtergerutscht. Alter, und direkt wieder down. Ja, diesmal gibt es auch keine Chance, dass ich wiederbelebt werde. Jetzt nehme ich auch direkt mal eine andere Waffe. Jetzt nehme ich mal die... was nehme ich denn jetzt mal? Ich nehme mal die AEK. Und ich nehme jetzt mal einen anderen Aufsatz. Weil hier für die Map ist das doch ein bisschen... ein bisschen zu kurz. Holographisch, Zielfernrohr, PSO. Das nehme ich, das Holovisier. So. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Das ist natürlich die typische Sniper-Map. Ich hoffe aber, dass man auch als Gruppe hat, Chancen hat, die nicht so viel mit Sniper-Waffen spielt. Ja, Squad Deathmatch ist eigentlich am besten mit ein paar Medics und mit Leuten, wo man spawnen kann. Wie gesagt, diese Offenheit hier von der Karte stört mich ein bisschen. Da hängt der Typ. Hier rechts ist noch einer. So. Ich krieg schon mal eine Granate rein. Und dann gehen wir mal in das Haus hier rein. Oh, schade, ey. Ja, jetzt bräuchte ich einen, der mich rettet, Freunde. Hier wird nicht. Okay. Ja, gerade ungünstige Map, da sollte man sich eigentlich als Sniper irgendwo hinsetzen. Ja, ich werde hier auch ganz Zeit von einem Sniper beschossen. Ah, viel gut. Alter, es fährt hier ein Panzer rum? Okay, das ist ja pervers. So, mal gehen. So, ist der jetzt irgendwie down? Wo ist er hin? Der war doch hier gerade noch, oder? Okay, ja, konzentrieren wir uns auf was anderes. Bevor wir nur einem Typen nachjagen. Da vorne sehe ich doch ein paar. Die AEK ist echt stark, Leute. Also da kann ich euch echt schon mal danken für den Tipp. Die ist echt stark, die Waffe. Die ist echt gut. Die gefällt mir gut. Okay. Dass man damit trotzdem sterben kann, ist klar. Aber... Alter. Ja, ich hab's probiert.
Ach, nein, ey. Ja, das meine ich mit dem Spawnschutz, Leute. Tut mir wirklich leid, ehrlich gesagt. Aber das finde ich egal. Egal, was ihr da sagt. Ich finde persönlich, dieser Spawnschutz, man sollte sich schon bewegen können. Es ist zum Kotzen. Man bleibt dann einfach doof da stehen und dann lässt man auf sich schießen. Und man kann nicht weglaufen, ne? Also, wie gesagt, ihr könnt auch gerne eure eigene Meinung haben. Ist ja auch kein Ding so, aber ich finde persönlich, ich finde das scheiße, dass man da noch so rumsteht. Gerade in solchen Spielmodi hier, das ist irgendwie dämlich. Wenn man schon wiederbelebt werden kann und man steht dann da nutzlos rum, weiß ich jetzt nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen unnötig. So, man scheint sich ja am besten immer auf diese Häuser zu konzentrieren. So, ich brauche ein bisschen Heilung. Hier sind bestimmt welche drin. Und das Ding mal kaputt gemacht. Jetzt bin ich hinten ausgestiegen. Nein! Oh, zum Glück bin ich eingestiegen, Alter. Ah, schade. Ja, aber wir kommen ganz gut an das andere Squad dran. Also unser Squad ist jetzt gar nicht so... Oh. Okay, können wir ein bisschen markieren. Na, hier sitzt wieder irgendwo ein Sniper rum. Der freut sich gerade über neues Fressen. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. Hier will ich nicht abnooben und doof rumsterben. Das ist für den Spielmodi sehr ungünstig. Oh Gott, da habe ich auch extrem rumgeloopt mit 3%. So. Dann schau mal. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir haben noch ein Squad, was vor uns ist. Da hinten habe ich einen gesehen. Da ist er. Da sitzt er in den Pflanzen drin und da oben ist auch noch einer. Lass mich hier weg. Okay, von da vorne. Ich versuche ihn noch zu bekommen, auf jeden Fall. Jedes Ticket zählt bei Squad Deathmatch. Das meine ich halt, ne? Wenn du halt da hinten nur mit Snipern rumstehst, ist das halt wirklich... Dann dominieren die natürlich die Karte. Aber Snipern ist nicht mein Ding. Ich habe schon gesagt, es wird irgendwann eine Map geben. Und es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo ich dann auch mal ein bisschen rumsnipern werde. Das sei mal sicher gesagt. Aber jetzt irgendwie nicht. So. Und da haben wir so fast eingeholt. Ich weiß nicht, bis wann die Runde hier geht. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit, um das umzuwerfen. Weil das wäre natürlich jetzt gut für... Ah, da vorne habe ich gerade einen gesehen. Da vorne bei den Häusern sind zwei Stück. So, der erste ist down. Da war aber noch ein zweiter. Wo ist der denn hin? Da vorne. Goodbye.
Alter! Ja, na, sorry, da habe ich ein bisschen rumgenug. Die, eigentlich müssten die aber jetzt bekommen, die beiden. Wahnsinn. Ach, fuck, jetzt wollte ich ihn retzen. Schade. Ja, Squad Deathmatch ist immer ziemlich spannend. Finde ich persönlich. Kann man immer recht viel reißen auf solchen Karten. Wenn man ein gutes Squad hat, kann man wirklich viel machen. Da vorne steht wieder einer. Wurde von hinten abgeschossen auch. Alter, und da war noch ein Werner vorne oder was? Alter, krass. Okay, krass. 41. Ne, ich gehe mal lieber hoch zu dem Haus. Da ist eigentlich immer am besten. Da kann man ein bisschen verwinkelt rumlatschen. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen... bisschen besser hier, gerade auf der Map, die so weitläufig ist, muss man sich Orte suchen, wo man ein bisschen mehr ja, hierfür wäre natürlich jetzt ein Sniper gut. Und der gegnerischen Tank, der da drüben alles platt macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich jetzt am besten mache. Ich versuch mal hier hinten rumzulaufen. Ja, ja, ich weiß. Na komm, der muss aber da runter. Ja. Alles klar. Auch immer schön spotten hier, was man kann. So, die hängen hier alle in diesem Strand hier rum. Wenn man da so ein bisschen von unten an die ganze Sache rangeht. Alter, jetzt hänge ich an so einer beschissenen Palme fest. Ja, hier ist am besten, genau, ja, muss ich gleich dran denken, den Schalldämpfer dran zu machen. Weil Schalldämpfer ist für Squad Deathmatch eigentlich auch ganz gut. Zack, weg die Sau. Wie gesagt, wenn ich gerade mal ein bisschen ruhiger bin, dann hat das eigentlich nur was damit zu tun, weil ich hier mal mich ein bisschen am Konzentrieren bin, weil wenn man hier gewinnen will, muss man sich konzentrieren. Um möglichst wenig versuchen zu sterben. Nein, der kommt zurück. Wie gesagt, bevor man stirbt, einfach mal gehen. Oh, das ist mein Handy. Ja, schlecht ist das gerade gar nicht. Wir sind gar nicht schlecht gerade. Nur werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Obwohl ich nicht weiß, wie lange die Runde geht, ehrlich gesagt. Also Leute, ohne Witz, für die AIK, für den Tipp mit der... würde ich euch auf jeden Fall gerne danken. Genau, das wollte ich sagen. Ich fand es gerade so spannend mit dem Typen hier, wo der mir gegengelaufen ist. Da vorne ist ein Sniper. Der wird mich sicherlich auch gesehen haben. Okay, sehr gut. Da habe ich ein bisschen rumgenugt. Ich will hier ein bisschen aufpassen wegen dem Tank. Je weniger man selber... Alter, diese Palmen! Je weniger man hier selber stirbt, desto besser. Also ich glaube, meine Aufnahme ist gerade relativ langsam. Bei mir zumindest. Also bei euch wird sie wieder flüssig laufen. Weil... meine Festplatte langsam vollläuft.
Ja, die sind an mir vorbeigeflogen, ey. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab gar keine Munition mehr. Kommt hier gerade der Tank vorbei? Nein! Nein, ich wollte den Messern! Scheiße, ich wollte den Messern! Oh Gott, Leute, da habe ich rumgenoobt. Ey, das wäre so geil gewesen, wenn ich den gemessert hätte eigentlich. Ja, egal, machst du nix, ey. Ja, wir sind gerade relativ nah dran sogar. Das finde ich ziemlich geil. Finde ich ziemlich geil. Immer dafür sorgen, dass er sich wegbewegen muss. Alter, und hat mich der Tank. Stand nicht gerade da unten No Tanks? Finde ich irgendwie seltsam, dass er dann trotzdem benutzt wird. Naja, vielleicht habe ich mich auch einfach nur vertan. So, spawnen wir nochmal bei ihm hier. So, ein bisschen. Ja, hier werde ich vom Sniper beschossen. Und wo denn eigentlich? Wo ist der Sniper? Wo hängt denn der rum? Werde ich jetzt von hinten oder von vorne geschossen? Alter, willst du mich verarschen? Ja. Alter, da oben hängt der rum, Alter. Und ich habe ihn nicht gesehen. Habe ich mich eben rumgedreht und den gesehen, Leute? War der in meinem Bild? Ja, das wäre natürlich ein bisschen peinlich. Oh Mann. 65, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange die Runden gehen bei Squad Deathmatch. Ich hab's echt selten bis jetzt gespielt. Ich muss aber sagen, wie gesagt, mit einem guten Squad gewinnt man das eigentlich fast immer. Wenn man gut revived und so. Jo. Jetzt fährt hier wieder ein Tank rum. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier mit dem Tank. Ich dachte eben, da stand auf jeden Fall kein Tank. Guck ich mal auf der anderen Seite. Wichtiger Grundsatz. Ach, jetzt fahren wir in dem Tank, oder was? Ach so. Oh, wir sind in Front. Hier ist irgendwo ein Tank. Ja. Sorry Leute, wie gesagt, ein bisschen ruhig. Bin ich wahrscheinlich gerade. Hier ist einfach nicht ein guter Ort, um hier gerade lang zu laufen. Weil der im Prinzip nur. Ja, der wartet nur da drauf. Bis man an dem vorbeikommt. Ja, wer die Granate wirft, stirbt. Alter! M320 auch noch. Shit. Ich muss revived werden. Okay, macht keiner. Kann mal einer von euch ein anderes Perk nehmen? Here's your medkit.
Boah, was? Jetzt steht hier schon wieder No Tanks. Wir sind aber gerade am Gewinnen, das gefällt mir sehr gut. Ah, hat er gesehen, ja. Okay, ich muss auch noch ein anderes Perk nehmen. Weil der andere wird es wahrscheinlich nicht tun. Da hinten stehen sie auf dem Berg. Moment. Von wo und warum? Ach nee. Ach nö. Ja gut, zumindest kann ich jetzt mein Perk. Jungs, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber ich werde jetzt mein Perk kurz wechseln. Was machen wir denn? Wir nehmen Sprengstoff. Oder was können wir noch nehmen? Nieder. Ne, das ist noch besser, Niederhaltung. Auf so einer großen Map. Da schießt man auch mal vorbei und Niederhaltung ist immer gut, wenn er mehr Damage dadurch bekommt. Sehr gut. Fährt schon wieder der Tank darum. Das ist echt der Hammer. Das ist nicht erlaubt und wird. Aber überall. Ja. Wir sind jetzt wieder im Hintertreffen, oder was? Ah, die Karte ist echt weitläufig. Da höre ich schon das Geräusch. Ja, wäre aber, wie gesagt, war eine knappe Runde. Kann man nicht immer schaffen. Das hat nicht funktioniert. Okay, hier hinten waren auch noch ein paar. Nein! Bitte, bitte kill den. Nice. Ah, das wird eine knappe Sache da. Das wird richtig knapp. Von hinten, Leute, von hinten, dreht euch bitte um. Oh, nice. 83, 83. Jetzt wird es richtig eine knappe Kiste. Oh, ich glaube. Moment. Ja, ich glaube, wir sind vorne. Nee, doch nicht. Es ist genau Gleichstand. Komm schon, einen zum Killen brauchen wir noch. Einen muss ich noch killen. Oder einen müssen wir generell noch killen. Nein, 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 nein. Sehr, sehr spannende Kiste hier. Oh, fuck. Ja, gut. Okay, da habe ich ein bisschen rumgenoobt. Habe ich nicht richtig geguckt. Aber egal. Wie gesagt. Ich gebe mein Bestes. Und hier ist halt auch... Also das mit dem Tank nervt mich gerade total, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich meine, wenn er nicht erlaubt ist, dann finde ich, sollte man den auch nicht benutzen. Und wenn doch, dann zeugt das von. Dann ist das ein Armutszeugnis, finde ich persönlich. Ach, fuck. Nicht gesehen. Ja, schade. Kann man nichts machen. Wir haben. Lol, was heißt schade? Wir haben gewonnen. Okay, alles klar. Ich nehme alles zurück. Hammergeil. Super knappe Sache und so muss das sein. Hat mir super viel Spaß gemacht. Werden noch ein paar Runden wahrscheinlich Squad Deathmatch kommen in nächster Zeit, weil, ja, habe ich schon lange nicht mehr gespielt und hat mir jetzt Bock gemacht. Wenn man ein gutes Squad hat, funktioniert das halt auch.
Ich muss jetzt gerade nach meinem Festplattenspeicher kurz gucken und dann nehme ich vielleicht noch eine Runde heute Abend auf. So, ja. Das war's eigentlich. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für euren Support und so weiter. Und wenn euch das Video gefällt, gebt ihm doch einen Daumen hoch und seid auch wieder dabei, wenn es nächstes Mal wieder mit Battlefield 3 losgeht. Vielen, vielen Dank. Bis dann, Leute. Ciao.